with the sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs get hot. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking. Ja, moin. Kleine Tour mit dem Camper. 2-3 Tage unterwegs. Auf der Suche nach dem fotografischen Frühling. Ich habe ihn noch nicht gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich bin so ein bisschen in der norddeutschen Tiefebene unterwegs und habe so als erste Idee mir überlegt, ein paar Moore abzufahren. Ich bin jetzt hier beim ersten. Das sieht noch nicht so vielversprechend aus. Ich bin irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach Blüten, ja, Blütenpracht. Wie gesagt, irgendwie was Frühlingshaftes. Tja, hier finde ich glaube ich noch nichts, deswegen würde ich sagen, ich steige ein und fahre mal zu meinem nächsten Ziel. Ja, ich muss sagen, auch meine zweite Entscheidung ja, war nicht so richtig von Erfolg gekrönt, eigentlich gar nicht, außer ein bisschen nasse Schuhe, ist nicht viel dabei rumgekommen tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, an so einem Tag wie heute, so na, ohne also richtig dunkle Wolken oder dramatische Wolken oder auch Wolkenlücken oder vielleicht sogar mal Sonnenschein, ist so ein Moor auch echt eine trübe Angelegenheit. Selbst so Details habe ich nicht gefunden. Ja, immer schön, wenn man es aufs Wetter schieben kann. Ja, wie auch immer, nichts dabei rumgekommen. Ich muss sagen, ich gebe die Hoffnung aber nicht auf und schaue noch mal, ob ich was anderes finde. Also, Planänderung. Was macht man, wenn der Himmel bedeckt ist? Klar, man fährt in den Wald. Und genau das mache ich jetzt. Vielleicht finde ich hier den Frühling. Jetzt wäre ich fast weitergelaufen und jetzt wäre ich fast auf mein erstes Motiv getreten. Ich habe hier so ein paar ganz kleine Blüten, ein kleines Fleckchen. Nicht viel, aber ich denke mal für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. Ja, da bin ich also. Hier haben wir diesen kleinen Blütenstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blüten. Ich versuche es jetzt irgendwie so hinzubasteln, dass mir der Himmel nicht so sehr im Bild ist, weil sonst habe ich irgendwie oben so eine weiße Fläche, die einfach nur ablenkt. Vielleicht die Kamera mehr Richtung Boden richten und ja, die erste Blüte im Vordergrund, vielleicht ein, zwei dahinter. So die Theorie. Mal gucken, was ich daraus machen kann. Ja, so ist der Bildaufbau. Erstmal nur der Bildaufbau. Zur Belichtung sage ich gleich noch was. Hier die eine Blüte im Vordergrund scharf gestellt. Und ich habe die Kamera versucht so auszurichten, dass halt ja noch zwei weitere Blüten im Bild sind. Dann aber wirklich in der Unschärfe hier oben und da unten. Ich weiß nicht, da kann man sie noch sehen. Finde ich ein bisschen ausgewogener, als wenn es jetzt nur zwei Blüten wären, irgendwie drei. Ja, wirkt irgendwie etwas gefälliger. Ja, zur Belichtung muss ich sagen, ich habe jetzt doch etwas unterbelichtet und den Hintergrund noch etwas, ja, undeutlicher zu machen. Und ich habe meine Taschenlampe nochmal benutzt. Die steht da. So sieht es von vorne aus. Ja, nochmal mit so ein bisschen Licht die eine Blüte angestrahlt. So sieht das Ganze von oben aus. Ja, ich finde den Effekt ganz nett und werde einfach mal eine Aufnahme starten. So, ersten Spot habe ich. Auf geht's zum nächsten. Okay, auf geht's. Ja, wenn tief nicht tief genug ist. Ich habe zwar meinen nächsten Frühlingsboten gefunden, aber selbst mit meinem K&F-Stativ komme ich nicht tief genug runter. Und es ist schon tief. Aber um diese kleine Blütenpracht hier zu fotografieren, ja, war selbst das, wie gesagt, nicht tief genug. Ich habe die Kamera jetzt mal auf den Boden gelegt und so sieht mein Setup aus. Also mein Rucksack als Windschutz, dann haben wir da meine Taschenlampe liegen, wo ich die Blüte wieder so etwas anleuchte und da natürlich die Kamera und so sieht das Bild aus. Tja, leider kann man es auf dem Display nicht so richtig erkennen, es spiegelt doch zu sehr. Der Blütenkopf ist halt hier auf dem Drittelpunkt im Hochformat, aber ich zeige euch einfach mal das fertige Bild. Gibt auch nicht allzu viel erzählen, was den Bildaufbau angeht. Ja, wie gesagt, im Endeffekt straightforward. Ich habe wieder etwas unterbelichtet. Und ja, die Taschenlampe leistet mir wieder gute Dienste, muss ich sagen. Gerade da sie so im 90 Grad leuchtet und nicht gerade nach vorne, kann ich die schön ausrichten auf dem Boden. Und ja, kann mein Motiv so ein bisschen beleuchten. Gut, zweites Frühlingsmotiv. Und ja, es ist schwieriger, wie ich dachte, hier im Wald. Ich habe mit mehr Blüten, mehr Blumen gerechnet, die schon, ja, wie gesagt, in der Blüte stehen, aber es ist gar nicht so viel. Es ist einfach nur ein bisschen grün und mehr noch nicht. Die Mädels, oh, ich glaube, denen gefällt es wohl. Ich denke mal, ein kleines Stückchen gehe ich noch und dann, ja, geht es auch so langsam wieder zurück zum Auto. Gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. So, jetzt war ich gute 3 Stunden unterwegs und jetzt ganz zum Schluss, wo ich hier an meinem Auto bin, habe ich noch was gesehen. Einen schönen Frühlingsboten, so möchte ich es mal nennen. In die Richtung ist nochmal eine Wiese, da steht ein schöner einzelner Baum. Steht wunderbar in der Blüte mit weißen Blüten. Und ich glaube, da schnappe ich mir gleich nochmal eben kurz mein Stativ. Lasse die Hunde hier, ich glaube, die haben genug für heute. Und nehme mir noch einmal diesen Baum vor. Sunshine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what happened. So, da bin ich also ein paar Schritte vom Auto entfernt. Da steht er hinter mir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Wenn es einer weiß, kann es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mal schätzen, Apfelbaum, Kirschbaum. Ich weiß es nicht so genau, kenne ich mich nicht so mit aus. Ich möchte ihn auf jeden Fall fotografieren und ich habe mir überlegt, ich nehme mal einen ganz tiefen Standpunkt, um hier dieses hohe Gras noch ins Bild einzubauen. Dann habe ich auch im Hintergrund, da sieht man auch ganz leicht so einen Zaun, den kann ich dadurch, glaube ich, ganz gut ausblenden. Das heißt, Stativ raus, Mittelsäule raus, ganz tief runtergehen und gucken, dass ich irgendwie eine Komposition zusammenkriege. So, ich zeige euch noch mal eben, wie ich mir das gedacht habe hier. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Also hier der Baumstamm so auf 1/3, Himmel komplett rausgenommen und ja, hier so die Grashalme halt verschwommen im Vordergrund. Scharfstellen natürlich auf dem Baum. Und dann würde ich sagen, einfach mal abdrücken. Ja, das war der krönende Abschluss. Ich habe noch mal eine Aufnahme zum Schluss gemacht, mal ganz ungewöhnlich. Das Hauptmotiv unscharf gestellt und auf den Vordergrund, das heißt hier auf die Grashalme so ein bisschen fokussiert. Bisschen abstrakt, aber gefällt mir auch mal ganz gut. Wie immer, eure Meinung ist gefragt. Schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, mit dem Baum im Hintergrund und mit dieser etwas anstrengenden Suche nach dem Frühling, den ich dann doch zum Teil gefunden habe, möchte mich erstmal verabschieden. Ich sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin. Try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are good.